Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, das ist die Herz-Seele-Ball-Ausgabe für Donnerstag. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich war heute spazieren. Ist das mal eine Nachricht? Und ich habe mich selbst ein bisschen dabei gefilmt. Ich war in Zweifall hier in der Voreifel und ich finde, so eine Mütze macht dick. Herz-Seele-Ball hat sich gedacht, du musst was Gutes tun für dich selber. Und so bin ich spazieren gegangen hier. Klostermäßig in der Voreifel, sogar ein ganz, ganz, ganz klein wenig Schnee gibt es hier, hat man vielleicht erkannt. So, das war meine Freizeitbeschäftigung heute. So, das war der kleine Ausflug am Mittwoch, denn den hatten wir ja gestern und da waren die drei Heiligen Drei Könige und da war ich natürlich in dieser kleinen Kirche, die ihr da hoffentlich kurz wahrgenommen habt. So, jetzt aber zu unseren Fußballthemen. International wird diskutiert, Messi und Ramos, beide zu PSG. Komische Geschichte, Messi, Barcelona, Ramos, Real. Bislang, wenn die zusammengetroffen sind, dann knallte es. Und jetzt die beiden in einem Team, Fragezeichen. Es geht wie immer um viel, viel Geld und die Männer aus Katar bezahlen das ja auch alles. Jetzt mal ehrlich, würdet ihr euch freuen, wenn euer Lieblingsverein plötzlich von irgendjemandem 3 Milliarden bekommt, nur so als Beispiel, und dann eine Mannschaft irgendwie zusammenkauft? Also mir macht das nicht so viel Freude, muss ich sagen. Finde es schöner, wenn aus den eigenen Reihen irgendwas entsteht, aus dem Nachwuchs, aus der Nachbarschaft, wenn die Region bedacht wird. Ja, ich bin ein Fußballromantiker. Ich brauche das nicht mit den 3 Milliarden. Also nehmen wir mal an, Rot-Weiß Essen bekäme 3 Milliarden. Da könnten die natürlich, wenn sie es klug machen, ruckzuck einen Top-Verein draus machen und demnächst auch wieder Bundesliga spielen. Aber will man das so in dieser Form? Vielleicht diskutiert ihr mit. Mails bitte an up@mux.tv zu dem Thema. Wäre wichtig, wenn ihr euch mal beteiligen würdet hier, dass ich nicht immer alleine alle Thesen hier vorgeben muss und zum Teil dafür beschimpft werde. Hasenhüttl gestern. Habe ich erzählt, er hat geweint, hier kleines Bild, abfotografiert aus einer bedeutenden Zeitung. Und da wird dann nochmal erklärt, warum er geweint hat. Erster Sieg im 5. Spiel gegen Klopp. Also diese Hasenhüttl für mich ein Phänomen. Und ich finde das ganz toll, was da in Southampton passiert. Southampton. Ich hatte mal einen englischen Techniker, der hat immer gesagt, du sprichst das furchtbar aus. Ja, stimmt wahrscheinlich. Mails dazu unter up@mux.tv. Dann Mitchell Weiser sollte von Leverkusen nach Schalke wechseln. Jetzt hat er sich dummerweise die Hand gebrochen, fällt 3 bis 4 Wochen aus. Wird nichts draus. Schade. Ich hätte ihn gerne gesehen auf Schalke. Dazu gleich auch noch 2 Sätze. Jetzt aber die neue Abteilung Attacke. Das ist natürlich Borussia Dortmund. Da habt ihr sicherlich auch schon ein bisschen mitbekommen, dass Hummels sowas gesagt hat wie weniger zocken, als wären wir in 5-gegen-5 Spielformationen wie die Kids beim Hallenfußball. Wir haben zu oft keinen Erwachsenenfußball gespielt, also so Fußball ab 18. Aber die haben ja auch so viele Talente da in ihrer Mannschaft, die, naja, gerade mal 18 sind oder auch noch unter 18 sind. Es ist schon schwer, dann Erwachsenenfußball zu spielen. Und Hummels fordert für das Spiel in Leipzig ganze Kerle. Jetzt haben die Offiziellen bei Borussia auch schon so ein bisschen reagiert und ein ganz klein wenig zurückgerudert. Das ist halt so, Meinungen prallen da aufeinander. Bin gespannt, wie die in Leipzig abschneiden werden, die Herrenfußballer aus Dortmund mit der jugendlichen Unterstützung. Ja, und dann rückt er immer näher, der Rekord von Tasmania Berlin. Darüber werde ich morgen selbstverständlich philosophieren. Ich bin ein bisschen beunruhigt, weil ich habe es hier schon erzählt, ich muss am Samstag für Sky zu diesem Spiel und ich war Jahre nicht mehr beruflich in der Arena auf Schalke, viele Jahre nicht mehr. Und ausgerechnet jetzt werde ich da eingesetzt. Ich überlege die ganze Zeit, ob das von langer Hand geplant ist, um mich zu demoralisieren oder ob das purer Zufall ist. Was den Schalkern ein bisschen Hoffnung machen kann, ich habe so eine Bilanz. 15 Spiele von Hoffenheim habe ich in den letzten 2 Jahren begleitet. Davon haben sie nur 4 gewonnen.
8 verloren und 3 unentschieden erreicht. Ob das den Schalkern hilft, ich glaube im Prinzip nicht. Wir werden das alles erleben. Es wird ein spannender Samstag und wie gesagt, ich gehe mit einem etwas komischen Gefühl nach Gelsenkirchen, aber, das möchte ich auch betonen, völlig neutral. Alle Gefühle werden ausgeschaltet. Ich kann das, herrlich. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen würde ich vorschlagen. Herz, Seele, Ball. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.